Irgendwie wird die Webcam immer unschärfer und unschärfer, habe ich das Gefühl. Naja, zu dem Full Day of Eating wollte ich noch kurz was sagen. Also ich habe mit den, na, ihr habt es ja gesehen, was ich gegessen habe. Das hat dann circa 5 € gekostet heute, den ganzen Tag. Für 1000 Kalorien. Aber für jemanden, der jetzt 3000 Kalorien isst, kann man das umgestalten. Und zwar nimmt man anstatt den Trauben, die ich für 3,80 € pro Kilo bekomme, in dem mit der Qualität, kann man einfach konventionelle Wassermelone nehmen. Die gibt es teilweise schon ab 40 Cent pro Kilo. Durchschnittlich so für 60 Cent im Sommer halt. Und wenn man dann davon einen Liter Melonsaft haben will, also ich hatte jetzt nur einen halben Liter Traubensaft. Den habe ich übrigens doch verdünnt. Die ersten paar Stücke waren ganz geil, so mit dem richtigen Zuckergehalt, sag ich mal so, aber dann wird mir das doch zu viel und es hat mir verdünnt doch besser geschmeckt. Mit, ich glaube, 2 Drittel Wasser habe ich dann insgesamt gehabt. Oder die Hälfte. Auf jeden Fall, wenn man dann das Doppelte an Melonensaft hat, weil Melone ja sowieso wässriger ist, dann braucht man es halt nicht so sehr verdünnen und hat dann die gleiche. Das gleiche Verhältnis von Nährstoffen, Zucker und Wasser, so ungefähr halt. Oder ne, die gleiche Menge an Kalorien, sag ich mal so, mit einer Kilo Wassermelone zu 600 Gramm Trauben ungefähr. Um es jetzt mit den Preisen zu vergleichen. Das würde man halt wirklich für 40 bis 60 Cent kriegen, statt jetzt ungefähr 2 € haben die 600 Gramm Trauben halt gekostet. Sagen wir mal 50 Cent. Mittags ist eigentlich das gleiche. Man kann statt Spinat einfach Wildkräuter nehmen. Hat man noch 500 Gramm Banane für 90 Cent, sagen wir 1 €. Und abends kann man sich dann nochmal entweder einen Wildkräutersalat machen mit einer Soße, ähnlicher Soße wie mein Dip halt, nur nicht ganz so viel süß, sage ich mal da dran. Und ja, man kann sich statt dem Wildkräutersalat kann man sich halt auch irgendein anderes Gemüse machen. Ich glaube, ja, Auberginen kann man, glaube ich, sogar ganz okay konventionell kaufen. Gibt es, glaube ich, für 70, 80 Cent pro Stück. Mit Soße haben wir dann circa 1 €, würde ich sagen. Mittags 1 €, morgens 50 Cent sind wir bei 2,50 €. Also kann man halbieren für 1000 Kalorien. Und wenn man dann halt 3000 Kalorien konsumiert, wie die meisten High-Carber, sage ich mal so 2500, 3000, hätten wir circa 7,50 € am Tag und das wären dann 225 €. Nur, dass man halt dann komplett roh ist. Das ist halt die Sache. Also es funktioniert finanziell alles und man kann natürlich, ja, viel günstiger geht's eigentlich nicht, ne, für 3000 Kalorien komplett roh. Also komplett roh mit 3000 Kalorien muss man schon so 200 bis 250 € rechnen, mit den Kalorien. Ich habe jetzt heute halt einen 5-Euro-Tag gehabt, das wären umgerechnet 150 auf den Monat. Und ich komme so mit 100 bis 130 im Monat aus momentan. Ich würde das gerne noch niedriger halten, aber da meine Hauptfrucht Orangen sind und ich Orangen wirklich liebe, wird das nicht funktionieren. Aber die Orangen sind schon günstiger als die Trauben. Melone hole ich halt auch nur noch Bio, wie eigentlich alles. Naja, alles, nicht eigentlich. Die hole ich aber nur, wenn die im Angebot ist. Kostet dann im Angebot 1 € pro Kilo. Orangen circa 2,50 € pro Kilo, wenn Saison ist. Ansonsten 3 € pro Kilo. Ich habe auch welche für 2,66 € pro Kilo, aber das sind keine Saftorangen, da kriege ich dann nicht ganz so viel Saft raus. Ich gucke hier mal, was ich noch so habe. Jetzt habe ich mir zum Beispiel Bio-Kiwi für 30 Cent pro Stück im Angebot geholt. Manchmal hole ich Mango für 1,60 € Bio, die richtig, richtig geil schmecken, wenn die Bio sind. Richtig geil. Richtig verbessert. Ansonsten, neben Orangen habe ich halt immer noch die Bananen als Snack, wo ich mir auch manchmal ein Eis von mache. Ich versuche es eigentlich wirklich so zu essen, wie es ist, weil wenn es gefroren wird, werden da auch Enzyme mit zerstört und Strukturen geändert.
auf jeden Fall deutlich, 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 deutlich besser als kochen. Oder überzeugen, wie sie gerade erhitzen, vertrage ich ganz gut, aber es ist halt auch nicht optimal. Datteln oder Trockenfrüchte allgemein konsumiere ich auch nicht mehr viel. Das dehydriert halt ordentlich, da trinke ich dann, wenn vorher, ordentlich Wasser. Und ich habe halt auch wirklich das Problem, dass ich dann an den Datteln zu viel esse. Weil ich halt so energiedicht sind, dass ich dann insgesamt so viel esse. Und das mag ich nicht, so das Gefühl danach auch, dass man halt ein bisschen, ja, unfitter wird. Also das gibt's, Trockenfrüchte gibt's auch nur noch selten. Aber manchmal, wenn ich halt nicht gegen ankämpfen kann, gegen diese Sucht nach Essen, sage ich mal so, oder halt mich halt irgendwie stimulieren will noch, irgendwie mich komfortabel fühlen will, indem ich halt esse, dann esse ich halt schon manchmal auch Nüsse. Ich habe hier jetzt Erdnüsse, auch Bio. Sollen angeblich nicht so gut sein. Sagen manche Rohköstler, ich weiß auch noch nicht warum. Ich vertrage momentan extrem gut. Riecht auch ziemlich toll, finde ich. Aber da muss man halt auch gucken, dass man dann nicht zu viel davon isst. Ja, weil auch besonders bei Rohkost, das stimuliert einfach nicht. Dann denkt man, jetzt muss ich noch mehr und mehr und mehr und mehr, mehr reinschaufeln, damit ich endlich dieses komfortable Gefühl habe, aber was aber nie aufkommt, und dann überfrisst man sich und wird doch irgendwann total voll. Da sollte man vielleicht vorher auch so 1 Liter Wasser trinken oder 800 Milliliter oder 2 Gläser einfach, dann fühlt man sich schon ganz gut voll. Melone ist natürlich immer ganz gut, obwohl abends nicht mehr so gut, besser morgens oder halt mittags, je nachdem, wo man anfängt zu essen. Sonst noch was? Also ich war ja in Bezug auf den finanziellen. Also Orangen esse ich momentan. Genau, kann ich ein Video draus machen, was mein Staple Food ist. Also Orangen auf jeden Fall Nummer 1 bei mir. Als Saft natürlich, also nicht natürlich, aber ich trinke es am liebsten als Saft. Nummer 2 ist dann auf jeden Fall, würde ich sagen, Melone, Wassermelone. Aber eigentlich nur, wenn die im Angebot ist, aber dann hole ich mir dann direkt 6, 7 Stück, die halten sich ein bisschen. Also ich muss sagen, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe auf jeden Fall vor, das heißt auf jeden Fall, aber ich habe vor, wenn ich Bock habe, dann auch ein bisschen konventionelles Obst zu holen. Was ich so nicht finde bei meinen Naturkostläden, die verschicken. Zum Beispiel Papaya, eigentlich meine Lieblingsfrucht, Nummer 1, schmeckt mir irgendwie wie Vanillepudding, nur besser. Kann auch vielleicht wirklich so ein Pudding draus machen mit eingeweichten Leinsamen oder Chiasamen und so weiter. Das werde ich dann vielleicht mal angehen und posten. Dann vielleicht auch mit Karapulver, dann ist es ein Schokopudding. Papaya und Peel de Sapo-Melone finde ich richtig geil. Und ja, wenn man halt so konventionelles Obst einbaut, wie gesagt, bei manchen Obst geht das eigentlich ganz gut. Bei Melonen zum Beispiel, oder Arten von Melonen, dann kommt man auf jeden Fall deutlich günstiger weg. Dann könnte ich auch mit 60, 70 € im Monat auskommen, locker. Orangen, Bananen, Wassermelone, Trauben. Einfach weil die richtig geil lecker sind, zum einen. Dunkle Trauben besonders, also es waren, die ich heute getrunken habe, rote Trauben, aber blaue Trauben, die komplett dunkelblau sind, die finde ich noch am tollsten irgendwie. Die haben auch einen ziemlich hohen Reinigungseffekt, genau wie Zitrusfrüchte, deswegen mag ich Trauben und Orangen auch wirklich am liebsten, als Saft auch. Beides. Und Melone ist auch ziemlich reinigend. Deswegen mache ich das auch ganz gerne. Bananen ist halt schön günstig und schmeckt mir eigentlich auch ganz gut. Ist ein bisschen energiereicher und auch einfach mal anders. Das ist jetzt nicht so eine saftige Frucht und die ist ganz gut, wenn man halt wirklich so einen Hunger verspürt. Und Banane ist halt auch natürlich total genial. Kiwis habe ich manchmal. Mangos manchmal. Ananas manchmal. Andere Melonen, wie gesagt, manchmal. Äpfel, regionale Bio-Äpfel, da mache ich mir auch gerne einen Saft draus. Könnte man eigentlich auch schon als Staple Food bezeichnen, ja, habe ich jetzt da noch nicht so durchgeführt, aber werde ich jetzt machen, fällt mir gerade ein. Kriege ich so für 2,60 € pro Kilo.
Und da kriege ich auch ziemlich viel Saft raus, also so 80, ja sagen wir 75%, also 3/4. Dann kann ich 3/4 daraus wird zum Saft. Ja, ist eigentlich auch relativ günstig, kommt natürlich nicht an Bananen ran. Wie gesagt, Trockenfrüchte nur selten. Rosinen, Sultanin, Feigen und Datteln, das sind so die günstigsten Sachen. Bei den Sprossen habe ich mir jetzt erst gesagt, dass ich die Getreidesprossen doch nicht benutze. Obwohl 1 Kilo Roggen kriege ich regional in Demeter-Qualität für 1 Euro. Und 1 Kilo Roggen sind 4000 Kalorien. Für könnte ich 4 Tage überleben für 1 Euro. Also ich könnte damit unter 10 Euro im Monat theoretisch auskommen, wenn irgendein Engpass ist. Ja, unter 10 Euro im Monat. Richtig geil. Um halt irgendwas, ein bisschen so 1000 Kalorien an Essen zu haben. Die lasse ich dann einfach einweichen und keimen, dass das Sprossen sind. Das ist ja auch noch ziemlich gesund. Aber die haben halt trotzdem extremen Stärkegehalt und das ist nach E-Red ziemlich verschleimend und nicht das Gesündeste, obwohl es Rohkost ist. Das ist nicht das größte Problem, aber ich brauche es eigentlich nicht unbedingt, weil Früchte sind eigentlich so das Liebste. Und was ich jetzt momentan, glaube ich, noch als Staple einführe, weil mir es einfach extrem gut tut und ich dem Körper das dann auch liefern will, das ist Fruchtgemüse. Also besonders Paprika, Tomate und Gurke. Tomate kriege ich Demeter-Qualität 3,50 € pro Kilo. Ist halt wirklich nicht so günstig, aber ich gehe halt nicht mehr nach Kalorien. Und das sättigt mich eigentlich genauso wie ein Kilo normale Früchte. Ich werde aber nicht ein Kilo davon auf einmal essen. Ja, so ja, 3, 4 Tomaten oder sowas halt. Das sind dann, keine Ahnung, 400 Gramm, 350 Gramm. 1 Kilo Paprika kriege ich Demeter Bio regional für 4 Euro. Und Gurke pro Stück, ich glaube 2 Stück sind 500 Gramm oder so, kriege ich pro Stück für 1,20 €. So krumme Gurken sind das dann halt. Paprika war auch zweite Wahl. Ist dann halt nur so optisch Unterschied zur ersten Wahl. 1,20 € pro Stück. 2 Stück sind, habe ich gesagt, 250 Gramm oder so. 500 Gramm, 2 Stück, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Also Gurke, Paprika, Tomate, so die üblichen Verdächtigen eigentlich. Die, ja, die werde ich auch als Staple Food einführen, weil die mir richtig gut tun. Und ja, das war bisher jetzt alles an Obst, was ich esse. Also nicht an Obst, sondern an Früchten. Ich werde das jetzt so gestalten, dass ich halt hauptsächlich frutarianisch oder frutarisch mich ernähre. Und den Rest dann wirklich so aus Wildkräutern. Also ich nehme mir das trotzdem immer noch vor, regelmäßig Wildkräuter zu sammeln, besonders Brennnessel. Weil die habe ich halt im eigenen Garten. Und Brombeer habe ich auch, aber gefällt mir nicht ganz so wie Brennnessel. Ja, dann werde ich, also zu 85% wollte ich mich dann von Früchten ernähren und Fruchtgemüse. Also da gibt es halt auch noch Zucchini, Kürbis und so weiter. Und Melone ist eigentlich auch ein Fruchtgemüse. Und zu 15% wird es dann Blattgemüse geben. Also Salate, die ich zum Beispiel mit Avocado einschmiere. Danke für Antios an den, für den Videotipp. Da hat er ein Video zu gemacht. Halt ziemlich simpel, einfach nur ein Avocado nehmen mit einem Löffel und dann in Salatblätter schmieren. Genau, Avocado ist noch eine Frucht, aber die werde ich nicht als Staple einführen. Da werde ich zwei, wenn ich mehr Erdung brauche oder Stimulation oder Stressbewältigung, sage ich mal, dann 3 pro Woche. Die kriege ich für 1,50 € pro Stück in Demeter-Qualität oder Bioland, je nachdem. Konventionelle Avocado soll auch ganz okay sein, also sogar grünes Licht, aber habe ich gemerkt, dass ich das wirklich nicht mehr so gut vertrage. Die kriege ich dann zwar teilweise für 80 Cent, wie im Angebot ist, aber das wird dann nur eine komplette Notlösung sein, eine allernötigste Notlösung, wenn ich bei irgendjemandem bin oder so und nichts anderes habe oder sowas. Ein zweigeteilter Bart. Ja.
Genau, 50% Blattgemüse, also entweder wässriges Blattgemüse, das mache ich am liebsten, das schmeckt mir auch richtig gut, wenn ich das so esse, wenn ich zum Beispiel einen Eisbergsalat habe oder Romanasalat, dass ich da einfach so abbeiße, das schmeckt mir richtig gut, aber auch bei Weißkohl, nur da nehme ich nicht so viel von. Instinktiv kann an den Senfölen liegen. Schmeckt aber auch richtig gut, wenn ich mir so eine dicke Scheibe abschmatze, abschneide und so esse. Aber ich werde auch dunkelgrünes Blattgemüse reinnehmen für Smoothies. Aber dann so 150 Gramm bis 200 Gramm am Tag davon, das reicht mir momentan eigentlich. Und halt Wildkräuter, die halt noch mineralstoffhaltiger sind als Blattgemüse. Da ist noch ordentlich Protein eigentlich bei. Obwohl ich halt immer mehr durch ja, Energie und Nährstoffe durch die Qi bekomme, durch die Umgebung sozusagen. Aber trotzdem bin ich halt noch nicht ganz in dem Prozess vorangeschritten, der halt auch wirklich über Jahre sich hinwegziehen kann. Deswegen supplementiere ich sozusagen noch mit so Nahrungsmitteln, besonders halt für den Reinigungseffekt. Deswegen habe ich auch immer noch Wildgrün drin, beziehungsweise Grünzeug drin, weil es halt einen richtig guten Reinigungseffekt hat. Das wird dann halt so circa 15% ausmachen von der Menge und dann werde ich mir noch überlegen, beziehungsweise habe ich vor, halt Sprossen einzubauen. Aber wie gesagt, was ich halt vorhin erzählt hatte und wieder total gesprungen bin die ganze Zeit leider, werde ich die Getreide, also die stärkehaltigen Sprossen, was ist ein gutes Wort dafür, aussortieren, ist nicht perfekt, werde ich die aus exkludieren. Ausmerzen auch nicht. Ich will ja nicht töten. Ausnehmen kann auch wie ausweiden sein. Ach, egal, ich finde irgendwie nie richtige Wörter in letzter Zeit. Total komisch. Also Wörter, die wirklich explizit passen. Da habe ich irgendwie voll das Bedürfnis nach, das immer so möglichst richtig klar zu formulieren, die Dinge. Jetzt sogar keine Missverständnisse entstehen können. Egal, das heißt, dass ich ja die ganzen Getreidesprossen halt, jetzt habe ich hier das Problem, dass ich das Wort finden muss, rauslassen werde. Weil das halt nach Eret nicht ganz gut ist, nicht so gut ist, schleimbildend ist und ich halt auch keine Probleme damit habe, die nicht zu konsumieren. Und werde stattdessen aber trotzdem Sprossen mit einbeziehen, weil die halt wirklich einen richtig hohen Enzymgehalt haben. Und auch ziemlich viele Mineralien und sekundäre Pflanzenstoffe, auch Stoffe, die nicht erforscht sind und die mir auch wirklich nach einer Stunde schon, nachdem ich gegessen habe, wirklich richtig gut tun und mir Energie geben. Wahrscheinlich auch durch das Licht, was sie gesammelt haben. Da werde ich dann Sprossen nehmen aus Sesam. Das soll aber ganz tricky sein, die zum Sprießen zu kriegen. Die sprießen auch nur im Dunkeln. Mal gucken, wie ich den Titel für das Video wählen werde, weil ich so viel erzähle jetzt, dass man das alles im Titel schon sieht, dass ich darüber erzählen werde. Das wäre ganz cool. Sonnenblumenkernen, Sprossen, die man auch ganz gut mit Rosinen dann einfach so essen kann mal. Das ist auch ein richtig guter Backup-Plan, wenn man nicht in die Kochkost zurückfallen will, finde ich, weil die auch richtig nussig, würzig schmecken, diese Sprossen. Und auch ganz gut sättigen. Also Sesam, Sonnenblumenkerne und wahrscheinlich auch Leinsamen, die kann man auch höher sprossen lassen, glaube ich. Und Mungbohnen bzw. Mungobohnen, die als Sojasprossen verkauft werden, die werde ich dann wahrscheinlich komplett sprossen lassen. Also nicht nur 1 bis 3 Tage, sondern so 10 Tage, 10 bis 12 Tage oder eine Woche. Dass sie halt wirklich auch Blätter bilden und ziemlich lange Sprossen sind. Sozusagen, dass er sozusagen eigentlich ein Gemüse wird, aber halt ein richtig reichhaltiges Gemüse, ohne jetzt ganz viel Waste, sage ich mal, jetzt mit zu konsumieren, was eigentlich sowieso wieder nur ausgeschieden wird. Obwohl so Ballaststoffe halt auch ganz gut sein können, um den Darm zu entgiften, um da Giftstoffe mit raus zu transportieren. Auf jeden Fall ist die Ernährung, die ich jetzt geschildert habe, mit den Bananen, mit 200 Gramm Spinat und wahrscheinlich dann trotzdem noch ein bisschen Gemüse zu einer anderen Mahlzeit, wie heute Abend die Aubergine oder Auberginen. Ja, also damit wird das immer noch relativ ballaststoffreich sein. Auch wenn ich
als erstes am Tag erstmal ein bisschen Saft trinke, den Weißkohl, danke für den Tipp an Difference is a Virtue. Werde ich auch jeden Tag jetzt so eine Scheibe essen wegen Senfölen, weil das den Darm auch ganz gut unterstützen soll bei der Entgiftung, bei der Heilung insgesamt. Schmeckt mir auch wirklich richtig gut. Hat auch ein ganz gutes Rezept gemacht dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute überhaupt das hier geschaut haben. Ich verlinke das trotzdem mal, fand ich ganz gut mit Äpfeln und Sultanin. Ich weiß nicht, ob da sonst noch was dran kam. Ja, doch Zwiebel ein bisschen. Das werde ich auch mal ausprobieren. Und das dann zu so einem breiartigen Konsistenz zu machen, das halt ein bisschen süßer schmeckt, das schmeckt bestimmt ziemlich gut. Ja. Hülsenfrüchte werde ich jetzt auch weglassen. Also, ich habe ja den Hummus da gemacht, den rohen Hummus. Ich habe davon ein bisschen Blähung gekriegt, aber bei weitem nicht so viel wie von gekochten Kichererbsen. Also ich habe da vielleicht 5, 6 Pupser gelassen. Von 250 Gramm im Trockengewicht von den Kichererbsen. Und hätte ich die gekocht gegessen, so eine Menge, hätte ich bestimmt 30, 40, 50 Mal einen ablassen müssen. So extrem ist das bei mir bei Hülsenfrüchten. Und die haben auch gar nicht gerochen, die haben noch nichts gerochen, einfach. Das war auch so eine Sache. Und bei gekochten riechen die richtig eklig. Richtig tot, sag ich mal. Nach Tod riechen die, ja. Nach Verwesung. Das war jetzt halt nicht der Fall, aber ich habe halt trotzdem keine Lust auf Blähung. Und die haben halt auch viel Stärke. Und deswegen will ich halt auch weglassen. Und halt Ölsaaten, die haben halt keine Stärke oder nur sehr, sehr wenig. Sonnenblumenkerne so 10%. Im Gegensatz zu Roggen mit 70% und Leinsamen haben 0%. Ist eigentlich schon faszinierend, dass sie gar 0% auch Kohlenhydrate haben. Die haben wirklich 0% Kohlenhydrate. Hat doch stimmt, die haben ja 30 Gramm Ballaststoff und das sind ja eigentlich auch Kohlenhydrate, nur die sind als Ballaststoffe deklariert, weil wir die nicht verdauen können. Deswegen wollte ich gerade sagen, ist faszinierend, dass daraus eine Pflanze entstehen kann, die dann aus Kohlenhydrate besteht zum Teil, wenn gar keine Kohlenhydrate in den Samen drin war. Dass das dann nur mit Hilfe von Wasser und Sonne umgewandelt wird, noch nicht nur irgendwie Erde, aber die Ballaststoffe sind ja im Prinzip auch Kohlenhydrate, nur dass wir die nicht verwerten können, deswegen als Ballaststoffe bezeichnet werden. Das waren 30 Gramm. Aber das ist dann keine Stärke, wahrscheinlich. Ja. Was wollte ich sonst noch mal erzählen? Also Sprossen werden circa 5% ausmachen. Es ist halt wirklich so ein geiler Backup-Plan. Also ich bin jetzt wirklich zufrieden mit den ganzen Früchten. Besonders, dass ich jetzt mir das selber gönne mit dem Fruchtgemüse, weil das macht mich richtig satt. Also ich mal einfach 2 Paprika und eine Gurke esse. Als eine Mahlzeit noch. Ist halt ein bisschen teurer in der Anschaffung, aber das muss ich mir gönnen, weil das bringt einfach so viel, dass ich dann nicht zu irgendwas Schlimmerem zurückfalle. Zum Beispiel, keine Ahnung, 500 bis 1000 Kalorien aus irgendwelchen Samen mit Karottenpulver und Agavendicksaft oder sowas. Oder so ein Crap. Wenn ich sowas esse, dann werde ich mir das sprießen lassen, also keimen lassen vorher. Genau, das muss ich heute noch machen, das mache ich gleich. Ja, sorry, dass ich überhaupt gar keine Ordnung in dem Video habe. Aber das wird mir sonst einfach zu viel, weil die Videos mache ich halt wirklich so ganz nebenbei und ich habe wirklich viel krass mental an Dingen zu arbeiten und zu planen und mich weiterzuentwickeln. Also nicht nur mental, auch was ich halt so alles vorhab und so. Auf jeden Fall weiter erzählt. Mir reichen halt wirklich dieses Fruchtgemüse, meine Orangensaft, Traubensaft, Melonensaft, Bananen. Dann halt sowas wie Mango, Papaya, Ananas, Kiwi, Peel de Sapo-Melone, Honigmelone, Äpfel, Birnen habe ich jetzt auch gekriegt, die schmecken mir aber nicht, weil die unreif gepflückt werden. Wahrscheinlich sind das jetzt auch gelagerte Birnen, die ich bekommen habe. Aber ich habe jetzt von Privatpersonen eigene Birnen gekriegt, die schmecken mir ganz gut, deswegen werde ich die Birnen auch teilweise essen. Also das reicht mir wirklich, dann zu säften teilweise zu machen, teilweise nicht. Und dann halt wirklich 150 bis 200 Gramm an Blattgemüse, entweder halt irgendwie ein Stück Weißkohl oder einen Eisbergsalat, einen halben oder vielleicht auch einen ganzen Romanesalat oder halt sowas wie Spinat, Mangold.
Dann die Wildkräuter ein bisschen. Aus Bananen, wo ich halt dieses leckeren Smoothies draus machen kann, Eis draus machen kann. Aber Eis halt wirklich nur als Backup-Plan. Genau, ich stelle jetzt erstmal nicht die Backup-Pläne. Also das Obst zu 85% Gemüse. Und dann habe ich halt, ja, werde ich noch Sprossen zu 5% mit einbeziehen. Und dann kommen die, das reicht mir eigentlich erstmal so, auch als Basis, damit bin ich auch eigentlich ziemlich glücklich. Und dann als Backup-Plan oder als Ergänzung kommen dann sowas wie Trockenfrüchte, dass ich auch so simple Rezepte damit mache, eingeweichte Datteln mit Paprika einfach oder Tomate oder sowas, vielleicht ein paar rohe Gewürze, wenig, wenn, also Trockenfrüchte als Backup-Plan, Nüsse und Samen gekeimt als Backup-Plan, also die Nüsse meistens nicht gekeimt, und davon dann auch wirklich nicht viel, also nicht zu viel. Außer ich sehe keine andere Möglichkeit, anders nicht mehr in die Kochkost zurückzufallen. Sonst noch als Backup-Plan, also es bezieht sich jetzt nur auf die Nahrungsmittel, man kann halt auch auf anderen Wegen sein Verlangen und sowas stillen, zum Beispiel mit Sport oder Meditation oder irgendwas, was einem Spaß macht, aber ich zähle jetzt nur die Nahrungsmittel mal auf, obwohl das eigentlich keinen Sinn macht, weil eigentlich alles ganz ganzheitlich ist. Aber trotzdem zähle ich jetzt mal nur die Nahrung ab. Also Trockenfrüchte, ich schweife mal so viel ab. Nüsse, Samen, in erster Linie gekeimt, besonders bei den Samen. Was hatte ich noch? Da war doch eigentlich ganz viel. Genau, mehr Sprossen oder allgemein halt Sprossen. Aber ist ja das gleiche wie gekeimte Samen. ja, eigentlich müsste das schon gewesen sein. Dehydriertes wäre vielleicht noch ein Backup-Plan. Und ein krasser Backup-Plan wäre halt noch, ja, Stärke. Rohe Stärkeprodukte wie halt Hülsenfruchtsamen oder Getreide. Also gekeimte. Ja, Samen. Gekeimtes Getreide oder halt dehydrierte Kartoffeln, also Kartoffelchips roh. Aber das, aber ich glaube, dazu werde ich gar nicht mehr so viel das Verlangen zu haben, wenn alles konsequent jetzt mal läuft und ich keine Rückfälle habe. So ist es immer ganz gut, wenn man halt wirklich in Kochkost zurückfällt, man wieder ja, diese Sucht zu besiegen und zurückzukommen, dass man dann erstmal rohe Stärke nimmt, weil Stärke immer noch sättigend ist und einen ziemlich guten Eigengeschmack hat. Das hat auf jeden Fall richtig gut funktioniert mit den Chips, aber das wird halt wirklich der letzte Backup-Plan sozusagen mit Dip dann. Und sonst noch was hier liegen? Ne, also der Plan ist halt, wie gesagt, 85% Früchte, auch Fruchtgemüse, 15% Blattgemüse, helles wie dunkles und Wildkräuter, beziehungsweise 10% und 5% Sprossen, nicht stärkehaltige Sprossen, also Ölsaaten und Nüsse, Nusssprossen. Getreidesprossen, also was eigentlich stärkehaltig ist, kann ich auch machen, aber dann lasse ich die komplett keimen. Dann zum, dass ich zum Beispiel sowas wie Dinkelgras mir anzüchte. Roggengras weiß ich gar nicht. Müsste eigentlich auch genauso gehen und ist halt nochmal deutlich günstiger, um 100% günstiger. Und sind halt alles Süßgräser. Und die Inhaltsstoffe müssten eigentlich ähnlich gut sein von allem, aber man kann auch einfach Wiesengras nehmen, ist eigentlich genau das gleiche, quasi, und kostet nichts. Muss man nicht extra anzüchten. Also, warum so viel dann irgendwie diese Grassäfte getrunken, wenn beziehungsweise diese Pulver gekauft werden und sowas, ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn man halt wirklich nichts hat, um Wiesengras zu entsaften, aber man kann es auch einfach, wenn man Smoothies ganz mal trinkt, das Gras in Smoothie reintun. Genau, das könnte ich noch sagen, dass ich das halt dann machen werde, Wildkräuter plus Wildgras, sage ich mal sozusagen. Ist halt auch sehr viel Chlorophyll drin, sehr viel Enzyme. Natürlich nicht in rauen Mengen zu essen, weil das gar nicht wirklich verdaubar ist, also von dem Energiewert, deswegen isst man sowas nicht. Also das ist jetzt. Wir sind ja keine Kuh, die davon kiloweise irgendwie verdauen kann, aber in kleinen Mengen geht es auf jeden Fall richtig klar. Ja, das ist so der Plan. Habe ich eigentlich genug Backup-Pläne? Ansonsten, also der erste Backup-Plan ist halt wirklich mehr Essen, mehr Früchte essen, mehr Fruchtgemüse essen. Der zweite Backup-Plan ist mehr Gemüse essen. Ob es jetzt Fruchtgemüse ist oder Blattgemüse oder Wildkräuter, kann man dann immer gucken. Der dritte Backup-Plan ist mehr Sprossen essen. Der vierte Backup-Plan ist mehr
Nüsse und Samen essen. Danach ist der Bäckerplan Rohkostrezepte, also zum Beispiel halt gesprossenen Samen mit Kakaopulver und Agavendicksaft. Also das ist sozusagen der fünfte Grad des Bäckerplans und der sechste Grad ist rohe Stärke. Als Rohkartoffelchips und mit Dips zum Beispiel. Genau, Bananeneis ist noch ein Bäckerplan. Wann kommt der? Der kommt eigentlich direkt nach mehr Früchte essen. Weil das ist eigentlich rohe Früchte mit weniger Enzymen insgesamt. Mehr, also was anderes ist das eigentlich nicht. Das kann man sich auch mal so normal gönnen zwischendurch. Ja, das ist dann habe ich verschiedene Abstufungen von Backup-Plänen und auch wenn ich in letzter zurückfalle, ist nicht das Schlimmste der Welt. Hauptsache ich falle nicht mit Kochkost zurück, aber ja, ich werde das alles dokumentieren. Das wollte ich dazu lang sagen. Okay.